Oh, ups. Ups, ups. Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol. Du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. Senator Adriel Drosch aus dem Kapitol besuchen, um den Aufenthaltsort des Bankiers herauszufinden. Akzeptieren. Ja. Machen wir. So. Oh je, yeah, jetzt krieg ich aufstoßen. Hier. Oh, lass uns das wird bitte nicht zu weit weg sein. Ich habe jetzt keine Lust darauf, dass es zu weit weg ist. Ja, ich wurde übrigens auch gebeten, dass ich meine Kleidung mal färbe. Ja, Leute, sobald ich genug Geld habe, sozusagen, also wenn ich gerade keine Geldsorgen mehr habe, dann kann ich das gerne machen, weil es kostet doch relativ viel, also es kostet 8000 Florin und das Geld habe ich gerade nicht. Ihr seht unten, ich habe 4000 und ich möchte noch Gebäude renovieren etc. Also ich werde die Kleidung färben, sobald ich dazu die Möglichkeit habe, also geldlich etc. Also in-game geldlich, also ja. Halt, wenn ich genug Florin zusammen habe. Meine Güte nochmal. Ich komme nicht zur Bank. Wo ist die Bank? Hey, was willst du denn? Oh, cool. Hi. Okay, ich glaube, ich sammle jetzt sämtliche Wachen. Oh, ja. Ja, ich habe mich jetzt entschieden. Ich werde sämtliche Wachen jetzt plündern. Es wird ewig dauern. Es wird mich nerven, es wird euch vielleicht nerven, ich weiß es nicht. Geld abheben. Investition. Was? Irrige Zeit, 19 Minuten. Hä? Anleitung. Ich probiere das Geschäft, desto teurer ist die Investition und umso mehr andere Investoren müssen den Gewinn teilen. Jede Zone verfügt über einen festen Risikofaktor. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ah, okay, also ich kann entweder, also ich kann daraus Gewinn schlagen, entweder 1500 irgendwas oder 10.000 oder wie. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es immer noch nicht, ich hat mir keiner geschrieben, dass mit dem Investieren funktioniert. Was ich jetzt, finde ich jetzt gar nicht nett von euch. Nein, ich habe nur keine Ahnung, wie das geht und deswegen lasse ich die Finger davon, weil ich damit meine Zeit nicht verschwende. Oh, eine Flagge. 8 von 101, natürlich. Ich will meine Zeit damit nicht verschwenden, irgendwie irgendwas versuchen herauszufinden, was ich doch nicht checke. Aber wenn du mich jetzt entdeckst, verzieh dich. Was ich ein bisschen vermisse, bin ich ganz ehrlich, ist das Dachgespringe. Ja, irgendwie. Autsch, das war ziemlich doof. Ja, falls ihr nicht wisst, was ich meine. Also, in Assassin's Creed 2, da gab es noch keine obwohl. Was ist denn jetzt? Ein Leck. Assassin's Creed 2 gab es sowas noch nicht hier. Gab's Pferde. So, wo ist dieser Senator? So. Versuchen Sie geschäftig noch bestimmt. Habt ihr gehört, dass Egidio sogar das Sühnegeld abschaffen will? Bitte, jeder Bürger, der sich vom Gesetz belästigt fühlt, sollte sich von einer Verfolgung. Denn Jesu Christo sagt, gesegnet sind die Gnädigen. Oh Mann, was ist das denn? Braucht ihr mit... Nein. ...medizinische Hilfe? Le pensi di risolverla così, Tillu? Was soll der denn sein?
ganz doof. Ist er da oben drauf? Ich habe nicht gerade was Goldenes gesehen. Oder habe ich mir das eingebildet? Oh, ich habe eine Flagge gesehen. Toll. Wo soll der denn bitte sein? Keine Diskussion. Eure Schuld ist überfällig. Macht eine Ausnahme für einen alten Mann. Nein, wir kommen, um zu kassieren. Ich werde sein Geld bald haben. Das reicht uns nicht. Ich bin hier. Komm her. Ich bin... Aua. So, mein Freund. Ein guter Samariter in Roma? Ich dachte, so etwas gibt's nicht mehr. Senator Egidio Trocke. Euch schulde ich nicht auch Geld, oder? Ich suche nach Cesares Bankier. Cesare Borgia. Und ihr seid... Ein Freund der Familie. Cesare hat viele Freunde zurzeit. Nur leider bin ich keiner davon. Ich kann zahlen. Ma che meraviglia. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Wo wart ihr nur mein ganzes Leben? Wir sollten besser verschwinden. Ich kenne einen Ort. Dann folge ich dir doch einfach. Folgt mir nach. Achso. Noch einer auf dem Weg. Aber ihr werdet mich beschützen müssen. Die Wachen sind nicht sehr freundlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, wir gucken mal. Jemand möchte euch tot sehen. Vor kurzem erzählte mir mein Bruder Francesco, der Kämmerer des Papstes. Ich weiß, lass Hilfe! Ups, Scheiße. Ich weiß gar nicht. Ja, sorry, ich hab glaube ich gerade einen Zivilisten. Ja, ich hab einen Zivilisten getötet. Natürlich nicht meine Absicht. Der Senat hat heutzutage nichts zu tun. Die Borgia haben die ganze Macht. Wisst ihr, wie es ist, nur Cazzo zu machen? Es verändert einen. Zugegeben, ich habe gespielt, getrunken und gehurt. Oh, ihr seid gut. War es das Parfum an meinem Kragen? Etwas in der Hand. So. Laufen wir weiter. Mit dem netten Kauz. Bin ich auch zu anderen? Die Senatoren haben einst über echte Probleme entschieden, wie unbotsame Grausamkeit, verlassene Kinder. Jetzt verabschieden wir Gesetze über die erlaubte Ärmelweite von Frauenkleidern. Ihr nicht. Ihr sammelt Gelder für falsche Vorhaben, um eure Spielschulden zu begleichen. Falsche Vorhaben? Ich wäre interessiert daran, sie zu verfolgen, sobald ich finanziell in der Lage dazu bin. Habt ihr je ein Grab angesehen und gedacht, das ist das Bedeutendste, das ich hinterlassen werde? Sie greifen mich. Scheiße. Hätte ich mir das nicht vorgestellt. Verdammte Hacke. Verdammt. Oh, leck. Mein Gott! Einen Moment kurz.